Willkommen zurück zu einer weiteren Runde One Piece Odyssey. Und bevor wir jetzt bei der Basis weitermachen, habe ich hier das Kopfgeld gefunden oder den Dude, den wir für das Kopfgeld finden müssen. Hier seht ihr nochmal auf der Map genau, wo das ist. Es gibt auch ein wunderbares Icon. Von daher kann man die eigentlich nicht übersehen. Und die quatschen wir jetzt erst einmal an. Mal schauen, ob wir gegen die kämpfen müssen. Und als Belohnung bekommen wir dann ja auch wieder was von der Sidequest. Zugang zum Vermittler müsste das, glaube ich, sein. Na komm schon. Lasst uns die beiden Brüder vermöbeln. Wunderbar. Ich habe jetzt auch mein Team gefunden, mit dem ich ja sehr gerne unterwegs bin. Das ist Ruffy, Nami, Chopper und Zoro. Ich habe auch zwischendurch noch mal ein bisschen rumprobiert. Aber die vier gefallen mir aktuell mit am besten. So, was machen wir jetzt hier? Der andere wird definitiv angreifen. Den können wir sowieso nicht one-hitten. Ja, das passt alles. Wir können jetzt aber ruhig mal ein bisschen Multitarget machen. Ja, der kann auch ganz normal angreifen. Ich habe auch zwischendurch mal für Zoro Robin mit reingenommen. Aber Zoro macht, meine ich, mehr Damage. So, da hinten, den kriegen wir nicht vorher weg. Wir können aber mal etwas versuchen. Vielleicht können wir den einen oder anderen noch stunnen. Ja, das hat, glaube ich, sogar funktioniert. Wunderbar. Zoro, genau. Und jetzt ist es, glaube ich, egal. Mit dem nächsten Angriff werden wir ihn umhauen. Sehr schön. Also eigentlich auch ein recht entspannter Kampf. Level Up nehmen wir natürlich auch wieder gerne mit. Ah, okay, der Dude ist auch schon wieder da. Müssen wir uns sogar noch nicht mal bewegen. Sehr schön, und jetzt können wir... What? Wir kriegen nur 30.000? Oh, der Typ zieht uns hier aber richtig über den Tisch. Ja, okay. Also die Dame dreht bei Schätzen und Geld richtig durch.
Jode, jode. Ja, hier kriegen wir wenigstens nochmal 6.000 dazu. Und die Einladung des Vermittlers. Was auch immer das sein mag. Gut. Aber wir haben jetzt auch wieder ein weiteres Ziel abgeschlossen. Ich düse mal zur Wüste, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder und machen von dem Spot aus weiter. Und da sind wir jetzt schon an dem Spot. Wir sind jetzt hier wieder in der Wüste. Die Gegner haben wir beim letzten Mal ja größtenteils vermöbelt. Und wir springen einmal weiter zum nächsten Storypoint. この暑さだ。砂漠を越えるならしっかり準備しとかねえと危ねえからな。そうだ。みんな、これを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何?その怪しい薬品は?まあ、日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫なはずだ。お前、そんなものいつの間に?いつどんな島に着くかわかんねえからな。 Alles klar, wieder Zeit für Party und Essen. Bibi,どんな人なの?Bibi,は俺たちの仲間だ。仲間?海賊の一員? 島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で自分勝手だったわ。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろう。ああ、sehr schöne kleine Sequenz。彼女は民衆に 英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海賊とは。Also für mich sind die Zwischensequenzen sehr nice und sehr hilfreich, weil ich nicht so tief in der Story drin bin. Deswegen immer wieder gerne. Und sie zweifelt so ein bisschen an ihrem Piratendenken. Das ist eigentlich auch ganz gut. Alles klar, was haben wir hier? Ah, okay, hier haben wir jetzt eine Kochstation. Ich habe auch mal soweit alles gekocht, abgesehen von dem hier, dem ganz unten und genau hier fehlt mir noch ein bisschen Eidechsenfleisch. Aber das werden wir wahrscheinlich auch noch bekommen. Was haben wir jetzt hier? Ein Trickbällchen habe ich auch schon hergestellt. Und ansonsten, da haben wir die Enzyklopädie. Kleidung wechseln. Nee, brauchen wir nicht. Das passt schon so. Gut, machen wir hier erstmal Party. Ja, okay. Ist immer gleich gescriptet. Alles klar. Ich habe auch noch mal so ein bisschen in Robins Geschichte geschaut. Die besteht nicht aus Gummi, so wie anfangs gedacht, sondern die kann ihre Körperteile duplizieren, wenn ich das jetzt richtig nachvollziehen konnte. So, da hinten haben wir noch was. Und einen kleinen Durchgang für Shopper. Na gut, kämpfen wir hier mal eben fix. Ja, hier können wir überspringen. So, wir müssen den minderen Bruder 2 umnieten. So, da haben wir ihn. Oder B ist es ja eigentlich. Ja, dann machen wir mal. Obwohl, der macht jetzt als nächstes einen Angriff. Mal schauen. Ah, hat nicht funktioniert, schade. Ah,
Gut, er müsste den one-hitten. Sehr schön. Und gepuncht. Wunderbar. Machen wir erstmal den minderen Bruder B. Dann kriegen wir unsere Belohnung. Okay, shit. Können wir den? Nein, können wir nicht. Na gut, dann nehmen wir mal Nami mit ihrem Bolt, der auf alle drauf geht. Sehr schön, der eine ist geblitzdingst. Kann Zoro hier noch was reißen? Ja, schade. Ja, verdammt, auf den falschen gegangen. Gut, kann Nami hier noch... Ja, sollte sie eigentlich. Auch nicht. Na, komm, dann weg mit dem. Und Chopper finisht den jetzt. Auch nicht. Mann, 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 Mann. Ja, da fehlt noch reichlich Stärke bei uns. Aber auf jeden Fall Bonus-EP bekommen, das ist immer gut. Und auch 3 Skorpionbeine zum Kochen. Aber das war jetzt eigentlich der Hauptgrund, wieso ich dahin wollte. Und natürlich auch... Na, komm schon, Chopper. Da waren Piraten. So würde ich ihn auf jeden Fall bezeichnen. Ja, ist er. So, Zoro kann einen Statusvorteil hervorrufen. Ja, shit, hat ihn nicht gewonnen, aber auf jeden Fall gepuncht. So, was haben wir hier? Ne, das war Zoro. Nami kann hier was reißen. Sehr schön. Und vielleicht... Ja, sehr schön. Da war nur Chopper derjenige, der was auf die Mütze gekriegt hat. Ja, 42 Angriff dazu bekommen. Für ein einziges Level ist nice. Ja, einmal hier wieder angreifen. Ja, gehen wir mal wieder auf Nami und den Bolt über alle. Sehr schön. Ist der letzte abgehauen? Der hatte doch noch ordentlich EP LP gehabt. Okay, gut. 7000 Berries, sehr schön. Da hinten haben wir noch einen Gegner, aber okay. Und hier kommen wir nicht weiter. Nun gut, ein bisschen Loot kassiert, das passt schon. Ah, wo? Ah, guck mal an, da hinten habe ich einen Würfel übersehen. Einmal wieder der altbekannte Trick. Oh, tat zum Glück nicht ganz so doll weh. Sehr schön. Auch wieder nur einmal Schläge kassiert. So, den Würfel nehmen wir mit und dann hauen wir hier wieder ab. Können wir hier links hoch? Natürlich nicht. Robins Würfel, okay.
der Kameltreiber irgendwelche interessanten Infos für uns? Genau, das habe ich eben vergessen, aber hier scheint nichts zu sein. So, haben wir jetzt ein neues Trickbällchen bekommen. Und irgendwas von der Echse hat er berichtet. Das wäre natürlich nice, denn wir brauchen ein wenig Echsenfleisch für ein weiteres Rezept, damit wir hier auch ordentlich... Na, damit wir dann auch noch ein paar Erfolge bekommen können. Hey, so-ko-no-hito-tachi. Kono-sore-nara-kono-tori-ga-hitsu-yo-da-yo. Tori? このピンクの鳥はナビバードって言ってな。この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利なやつなんだ。へえ、それは便利ね。なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが、菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。 行ってみな。 Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir den Vogel herbekommen. Ich würde ihn nämlich auf jeden Fall mitnehmen wollen wegen Lim. Vielleicht, ja genau, da vorne ist auch schon der Vogel, damit sie uns auch ein bisschen wohlwollender gegenüber ist. Oh, will er, dass wir... Nee, das ist kein Kopfgeld. おかしいだろ。まあな。待て待て。本当か。うん、わかった。 Okay, das habe ich mit Lysop schon gemacht. Ja, komm schon. Zehn Nüsse will er haben, das ist aber ein bisschen gierig. Ja, mit Lysop haben wir die ja schon darunter geballert. Auch wenn er ein wenig komisch läuft, müssen wir es ja jetzt machen. Das Gute ist, diese Nester spawnen auch wieder. Ja, da haben wir schon mal. Blöd ist jetzt natürlich, wenn wir wirklich nur eine Nuss pro Nest bekommen. Dann zieht sich das ein wenig. Ja, wieder nur eins. Schade. Haben wir hier noch irgendwo was? Okay, nee, da brauche ich dann wieder den Ruffy. Aber hier ist nichts mehr. Die habe ich mir zur Genüge gezogen. Diese Fässer und alles, die spawnen zwar auch wieder, aber bislang war dort... Ja, nichts Neues mehr drin. Ja, shit, da haben wir erst zwei. Da oben haben wir wahrscheinlich den dritten. Jupp, da haben wir Nummer drei. Da haben wir vier. Da oben ist ein Würfel, okay. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr schön. Was wir hier aber machen können, ist, wenn wir hier unser Haki einsetzen, bekommen wir noch ein Erinnerungsfetzen für Ace. Den habe ich beim letzten Mal geholt,
Also, falls ihr den noch nicht habt, könnt ihr euch den dort auf jeden Fall einfach und entspannt ziehen. Oh, wir haben erst 4. Na, komm schon, Nummer 5. Das ist auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Da hinten sind gleich 2, sollten wir uns auf jeden Fall nehmen. Dann sollten wir schon bei 7 sein. Da ist Nummer 8. Nummer 9 und nur noch einen. Da oben. Ah, und hier ist auch noch einer. Dann, wenn wir sowieso schon mal hier sind, nehmen wir nochmal vorsichtshalber eine mehr mit. Und nun können wir uns den Vogel greifen. Na, da ist auch wieder nichts drin. Also die gespawnten Dinger. Ach, guck mal an, da oben ist schon wieder einer respawned. Das scheint ziemlich schnell zu gehen. Aber auch nicht bei überall. Also ich würde den Vogel auch Lim überlassen wollen. Der hat sie alle aufgefressen. Okay, dann haben wir zumindest schon mal den Vogel kassiert. Okay, alles klar. Dann düse ich mal wieder zurück zur Schlucht. Und wir sind an der Schlucht, wo wir vorhin waren. Allerdings ist das kleine Vögelchen noch nicht hier. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ein bisschen weiter. Und da es hier wieder ein bisschen Jump-and-Run-Action gibt. Mal schauen. Nee, hier oben ist nichts. Dann geht es einmal hier weiter. Ja, da hinten ist noch ein Item. Ja, das holen wir uns auch nochmal. Wer weiß, was das ist. Alles ist wichtig, alles muss eingesammelt werden. Ja, wahrscheinlich zum Herstellen von irgendwelchen Trickhügelchen oder hier irgendwelchen Fressalien. So, wir sind geheilt, wir sind gespeichert, also kann es weiter... Ah, da oben ist auch schon das Vögelchen. Und er verliert irgendwelche leuchtenden Federn. Okay, ich werde jetzt nicht hier rumalbern und irgendwelche Höhlen nutzen, wo uns das Vögelchen nicht hinschickt.
Da ist er wieder, sehr schön. Also hierhin. Jupp, das passt. Oh, wo willst du jetzt hin? Da hinten, okay. Auch sehr interessant gemacht. Sehr schön, dann düsen wir mal hier hin. Da hinten lag jemand betrunken rum, aber wir stören ihn mal lieber nicht. Na, wo führst du uns jetzt hin? Dahin? Aber die Tür hier sieht interessant aus. Okay, Fähigkeiten unzureichend. Schade. Aber nach dieser Höhle scheinen wir die Wüste durchquert zu haben. Und er haut leider ab. Schade. Kein neuer Freund für Lim. Ah, nee, doch. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen zu hart. Gut. Dann kämpfen wir mal gegen die Echsen. Ich hoffe, ich bekomme auch ein wenig Fleisch. Dann kann ich auch gleich was Neues kochen. Oh. Oh, das von Nami war ein effektiver Angriff und der hat jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht. Das Ding natürlich auch nicht. Gut, Ruffy hat jetzt nicht ganz so viel Damage kassiert, aber der Kleine schon. So, wechseln wir den vielleicht aus. Gegen Lysop. Lysop hat dann einen Vorteil. So, mal schauen. Was können wir hier machen? Ne, der greift gar nicht beide an, oder? Ne, sowas hat er, glaube ich, gar nicht. Okay, das mit dem Widerstand hat jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Oh, was nehmen wir denn hier? Versuchen wir mal das. Da hat er auch wieder einen Widerstand. Da hat er keinen. Gut, Lysop ist ein bisschen lost. Da machen wir wieder den Bolt auf beide. Ja, die beiden scheinen bislang wirklich die härtesten Gegner zu sein. Oh, sehr schön. Ja, also Zoro ist... Ah, die Echse B mit Ruffy besiegen, okay. Also vom Schaden her ist Zoro wirklich wunderbar. Wieder Löwenlied. Ah, diesmal nicht. Schade. Wahrscheinlich kein Crit gewesen.
Ja, Nami, hau mal wieder dein Ding raus. So, dann machen wir hier erstmal Zoro. Oha. Ja, die wird wahrscheinlich nicht killen. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier mit Ruffy finishen. Haben jetzt die Aufgabe überstanden. Sehr schön. Ja, das ist in Ordnung. So, wir werden jetzt einmal... Kann nicht getauscht werden. Schade. Gut, dann werden wir einmal mit... Nee, dann machen wir das anders. So, hier können wir nochmal Löwenlied machen. Oh, der kann hier nochmal angreifen. So, was machen wir hier? Ah, der ist immer noch bewusstlos. Shit. Gut, alles klar. Dann werden wir hier mal ein bisschen was essen. Aber selbstgemachtes Zeug. Das ballert nämlich ein bisschen mehr. Ja, shit, ich hätte den erst nochmal. Ja, ja, alles klar. Er muss, nee, dann machen wir mal ein bisschen was anderes. Hatten wir hier nicht irgendwo... Nee, wir haben, glaube ich, gar nichts zum Wiederbeleben. Doch, erweckt einen gefallenen Kameraden. Gut, können wir ihn jetzt vielleicht auswechseln? Ja, können wir. Sehr schön, weil dann kann Chopper ein bisschen heilen. Dafür habe ich ihn ja auch letztlich mitgenommen. So, erstmal Zoro. Und die Dudes können hier ein bisschen SP regenerieren. Da hat Chopper richtig kassiert. So, haben wir erstmal den Kleinen hoch. Ja, die Eidechsen sind echt die härtesten bislang. So, dann soll Chopper nochmal eben schnell sich selbst heilen, nicht, dass er gleich umkippt. Ja, genau. Okay, Chopper wird sich wahrscheinlich gegen seinen Tod anheilen müssen. Die soll hier mal ein bisschen was damage-mäßig raushauen. Gut, klein Chopper muss sich heilen, damit er gleich nicht umkippt. Okay, wunderbar. Alle sind getoppt. Dann können wir hier nochmal ein bisschen fähigkeitsmäßig was rausdrücken. Wunderbar. Da ging wieder ein Crit durch. Ja, EP-mäßig ein bisschen geizig. Und wir haben kein Echsenfleisch bekommen. Schade. Ich bin's.
ナビバードのやつが先に飛んでなければ、食われてたのは俺たちだったかもな。ありがとうナビバード、お前の犠牲は忘れねえ。いや、さっき元気に飛んでいったろ。なあなあ、この世界で死んだら俺死ぬわ。正しく言うなら、意識が死んで不思議空間で眠っているあなたたちの体が目覚めなくなるってこと。しししでも腹減ったら起きんだろ。無理よ、心が死んだら体は動かなくなるわ。そのまま不思議空間で白骨化していくのね。あー、いやー、帰りてー。ja, was sind die jetzt so überrascht? Wenn die drauf gehen, gehen die drauf, egal in welcher Welt. So, haben wir hier noch irgendwo was Interessantes zum Abgreifen? Nee, das war's. Wüstentomaten ist gut. Brauchen wir nämlich auch zum Kochen. Beim letzten Mal musste ich welche kaufen. Aber okay, gehen wir mal weiter in die Base. Die Eidechsen waren nice, aber haben uns leider nicht das geliefert, was ich von ihnen unbedingt haben wollte. Die große Sandy-Wüste, okay. Ein Fluss aus Sand, auch bislang noch nie gesehen. Sehr schön, wieder ein Ziel abgeschlossen. Das war wahrscheinlich einfach nur die Wüste durchqueren. Und jetzt haben wir die große Sandy-Wüste. Gut, da haben wir auf jeden Fall wieder was. Hoffentlich brauchen wir nicht wieder einen Nachtvogel. レインベースを目指してるんだけど、どっちに進めばいいか。へえ、ということはあんたたち、この辺は初めてみたいだな。そうかそうか、なるほどなるほど。いやあ、あんたたち、最初に会ったのが俺でよかったな。どういうことだ。この辺りは悪い砂族の縄張りでな、砂漠に慣れてない奴は、あっという間に奴らの餌食に。俺たちのこと呼んだかい？出た！砂族だ！早速かよ。あんたは後ろに下がってな。こいつ。Ja, diese komischen Dudes sollten wir doch umhauen können. Gut, Nami hat noch genügend SP, das ist gut. Ja, das hat schon gut reingeballert. So, dann haben wir ihn hier mit der Gatling. Wunderbar. So, dann vielleicht... Nein, natürlich nicht. Ja, den Dicken wird er wahrscheinlich... Doch. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, durch den Punch haben wir ihn auch down gekriegt. Ja, den kriegt Zoro aber down. Ja, kleinen Chopper hat es leider nicht hinbekommen. Aber die waren jetzt natürlich nach den Echse gar kein Problem. Ara, 私たちの水と食料もなくなってるわね。
Ja, das war doch klar, dass der auch nicht ganz koscher war, so wie der gegrinst hat. Alles klar, dann werden wir diesen garstigen Dude mal ein bisschen vermöbeln. So, wo war hier das Ding zum Healen? Da vorne. Nochmal vorsichtshalber nutzen. Ja, dass man hier auch immer gleich speichern muss, ist ein bisschen blöd. So, wie groß ist hier eigentlich die Karte? Oben links haben wir ein Verbindungsereignis. Sehr schön, sowas hatten wir bislang noch nie. Und wir haben auch oben rechts, da werden wir wahrscheinlich als erstes hingehen, noch eine kleine Nebenaufgabe. So, da haben wir auch noch was zum Abgreifen. Na, wir werden da schon was gegen tun können. So, mal schauen, was die jetzt von uns wollen. Entweder ziehen die uns ab oder die wurden auch abgezogen. Gut, dann werden wir uns mal für die ganzen Reisenden hier rächen. Ja, da hinten glitzert noch was, sollten wir uns auch unbedingt abholen. Da kann ich natürlich nicht rübergreifen, wenn wir dann später da oben sind. Muss ich mich dran erinnern, dass wir nach unten gehen, um das Zeug zu holen. Ja, einfach hier mal ganz vorsichtig durch. Ja, die wurden bestimmt auch abgezogen. Ja, hier gibt es aber auf jeden Fall sehr viele Items, die man abgreifen kann. Und auch sehr viele Reisende, die alle abgezogen wurden. Das ist interessant. Gut, da unten haben wir einen kleinen Kreis, den wir laufen können. Ja, da sind überall diese komischen Pflanzen. Ah, shit. Ich konnte nicht schnell genug abhauen. Aber jetzt schauen wir mal. Okay, die haben uns von hinten angegriffen. Das heißt, die haben Chance auf Crit bekommen. Dann hätten wir das Ding auch schon mal geklärt. Oh, schauen wir mal, wer kann hier noch? Ruffy kann effektiv angreifen. Nein, dann machen wir die Gatling. Ja, nicht gerade SP-freundlich, was ich hier mache, aber was sein muss, muss sein. Ja, das war eigentlich klar, dass das passiert. Ja, Chopper kann zwar heilen, aber der verträgt nicht wirklich gut Prügel. Ja, dafür steckt die aber gut ein, das ist gut. Ja, konnte er natürlich auch wieder nicht umhauen. Ja, der wird gleich umkippen. Und der hat auch schon wieder überlebt. Das gibt's doch nicht. Aber wenigstens wird Ruffy angegriffen und nicht Chopper.
Aber dann werden wir Chopper erst einmal heilen. So, weg mit dem. Und weg mit dem. Einen kleinen Bonus kassiert, in Ordnung. Ansonsten wäre die IP nicht so üppig gewesen. Ah, sehr schön. Da haben wir einen Würfel, hat sich das Ganze doch einigermaßen gelohnt. So, da gehen wir gleich mal drauf, nicht, dass die uns wieder überraschen. Okay, Alpha besiegen, bevor einer von uns drauf geht. So, sonst konnte Chopper die doch immer one-hitten. Na gut, dann machen wir hier mal die Gatling. Sehr schön. Dann haben wir die Aufgabe auch schon mal erfüllt. EP-Bonus, wunderbar. Sehr schön, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber umso besser. Oh shit, ich habe gedacht, zweimal können wir angreifen, bevor er uns angreift. War wohl ein kleiner Fehler. Ja, 1800er Bonus, nice. So, lauf, lauf, lauf. Kein Bock, gegen den zu kämpfen. Jetzt holen wir uns erstmal schön unsere Vorräte zurück. So, den Dude kennen wir doch von irgendwo her. So, was gibt es hier? Höchstens eine, okay. 1 Million will er dafür haben. Sind natürlich 1900 Lebenspunkte, ist nice. Der Rest jetzt nicht so wirklich. Und auch für das, was wir aktuell haben, kriegen wir auch nicht so viel. Na gut, muss ich noch ein bisschen sparen. So, holen wir uns erstmal hier die Nebenquest. Der gute Lysop darf hier auch noch mal ein bisschen produktiv tätig werden. Na, sieh mal einer an. Da hinten können wir uns noch was grappen. Werden wir dann gleich machen müssen. Interessante Aufgabe. Gut, Sandora-Echse, kann sein, dass wir von der vielleicht ein bisschen Fleisch bekommen. Ich habe jetzt nicht wirklich darauf geachtet, wie die großen, dicken Echsen hießen. Ja, das werden wir schon finden. Komm, lass uns hier raus.
30.000 ist soweit in Ordnung. Nehmen wir natürlich gerne. Und da haben wir die Banditen. Bestimmt müssen wir schon wieder kämpfen. こいつ何をブツブツ言ってんだ?私たちの顔を知ってるってことは間違いなく水と食料を奪った。違う違う。俺あいつらの仲間なんかじゃ。いや、言っても無駄だよな。なんか妙に物分かりがいいわね。よし、じゃあお前らとりあえず戦うか。じゃないと俺もあと結局戦うのかよ。 Gut, dann kämpfen wir. Oh, Chopper sieht nicht gut aus. Gut, dann soll er mal was selbstgekochtes essen. Oh, wir haben hier das Echsensteak. So, was machen wir denn hier? Ja, okay, nehmen wir dann die gute alte Keule. Oh, Nami kann mal wieder klassisch angreifen. Gut, eine schon mal paralysiert. Oh, der kann hier beide angreifen, sehr schön. Gum Gum Gatling. Nochmal. Ja, shit. Ich hätte gedacht, dass der Dude zumindest drauf geht. Aber leider nicht. Ja, testen wir mal. Das hätte ich vorher machen sollen. Hätten wir noch ein bisschen SP speichern können. Ja, nicht, ja, einsparen, nicht speichern. Oh, wunderbar. Ja, irgendwie performt Chopper nicht mehr so gut. Vielleicht sollte ich ihn doch nochmal austauschen. Mal schauen, kriegen wir unsere Sachen zurück? カツには勝ったけど、結局ここには水も食料もなさそうね。おい、お前、水どこだ？いや、話した方が身のためだよな。これ以上痛めつけられたら大変だし。こいつ意外と余裕あるな。お前らの水と食料なら。 ボスが西の跡に運んだぜ。西？どういうことよ。私たちが追いかけてきた方向と。ボスは途中で進路を変えたのさ。たまにお前らみたいに追っかけてくるやつがいるからな。俺たちがここら辺にいたのは目くらましってわけだ。やられた。完全にはめられたわ。ルフィ、みんな急いで西に行くわよ。 So, schauen wir erstmal, wo wir hin müssen. Ja, mitten in die Wüste, okay. Ja, hoffentlich kommen wir hier durch, ohne groß Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Da fällt mir ein, schon wieder fast vergessen. Sehr schön, für Zoro was. So, und da haben wir den nächsten Spot. Können wir nochmal schnell machen. War das eine Banane?
Werden wir jetzt hier von einer Banane verfolgt? Okay, das Ding geht weiter. Dann machen wir Folgendes. Wir speichern hier einmal ab. Und beim nächsten Mal düsen wir dann hier hoch und werden uns dann mal um die garstigen Banditen kümmern, um dann auch unsere Vorräte zurückzubekommen.